Kaffee brauchen. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Ken auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Ken, Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Zuerst einmal, es ist mir eine Ehre, in Ihrer Show sein zu dürfen. Komm schon, ignorier mich. Das habe ich doch schon. Kann ich stattdessen ein T-Shirt haben? Okay, bin in... Oh, hey, Mom. Hi, Schatz. Bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, es war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seine. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Dämonengesichter. Überall. Öffnen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, nein, schön, dass du da bist. Okay, also, wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Und ich sehe später nach, wie es bei dir läuft, in Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein subatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Subatomar. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Mist! Verdammtes Mistding! Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren. Braunsche, wenn sie... Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder. Oder es ist ein loses Koax-Kabel. Okay, okay. Bitte sehr, du Klugscheißer. Bitte, mach nur. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Rathausattentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Davis. Hey, Frischling, füll mal auf. Sein Sohn Miles. Und sein Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey Ernie, du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis. Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, ja, danke. Junge... Das... Tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Hey, May. Ich muss wieder los, aber... Ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Unsere Computer sind leider schon etwas älter. Schon okay. Vielleicht kann ich Ihre Leistung ein bisschen verbessern. Wirklich?
Schatten gestärkt. Hey, Yuri. Ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja. Sind wir bereit, Dr. Michaels? Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR-27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Hier entlang, Dr. Michaels. Was zur Hölle ist das? Paket sicher! An Bord, Doktor. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster auf... Was das ist? Ich kann sicher hinten rein. Bevor ich mir Lee hole. Wow! Was zum... Machen wir schnell! Dein Boss wartet auf mich!
Oh, Lust auf ein Tänzchen? Tanzen wir! Kanonen, neu erfassen! Der Retter naht! Er wird kommen und alle Sünder vernichten! Sorry! Lee, geben Sie's her! Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du Lee erwischt? Ich arbeite dran! Entschuldigung, das nehme ich. Ich gebe dir eine neue Perspektive. Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Danke, ich verzichte! Ja! So oder so, du wirst zu mir kommen! Oh. All die verlorenen Seelen! Die Unschuldigen, die du nicht retten konntest! Martin! Ihr Blut klebt an ihren Händen! Du kannst aus Bord auflaufen! Du bist stark genug. Den Willen gebe ich dir. Sie liegen in den Gassen und du hast nichts getan. Ich kann nicht alle retten. Was ist schon ein Leben? Tausch uns. Ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Verteidigst Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt! Zeig mir deine wahre Kraft! Auf die Knie! Ich reiße dir die Maske vom Gesicht und stelle dich bloß! Die Schatten sind meine Diener und ich lebe in Kampf! Die Maske! Ich muss die Maske zerstören! Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin! Unmöglich! Sie können zurück ins Licht kommen! Nein! Ja.
Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sie sind ein gefragter Mann. Wo ist das Serum? Weg. Didi Skoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich zwei davon? Stopp! Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Sag mir bitte, dass du weißt, wo Lee ist. Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze Limo, super. Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Kanäle. Du bist echt gut, Yuri. Bin unterwegs. Spider-Man. Hallo? Funktioniert das? Dr. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Sable-Funkgerät geborgt. Also, den Pulsesatmung würde man an wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber Lees Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Ich vertraue dir, Spider-Man. Du bist der Einzige, der das Richtige tun will. Bitte, schütze die Stadt vor unseren Fehlern. Alle Einheiten, Geiselnahme eines Busses durch maskierte Terroristen. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Nachricht. Ich darf Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Mir schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte. Das klingt gar nicht gut. Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central, aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Noch vor wenigen Jahren gab es offene Erfahrung, wo es
Unglaublich. Oskos revolutionäre medizinische Evakuierungsstrom. Sehr schön. MED bietet sofortige Notfallhilfe. Sogar Schlüsselfähigsten Gebieten des patentierten Nanotechnologie. Ich nehme drei von Ihnen. Wie meinst du? Oskos revolutionäre medizinische Evakuierungsstrom. Kurz MED bietet sofortige Notfallhilfe. Sogar in den gefährlichsten Gebieten der Welt. Oskorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das Tausendfache. Wir retten nicht nur Ihr Budget, wir retten Leben. Bitte melden Sie sämtliche verdächtigen Aktivitäten dem nächsten Mitglied des Sicherheitsteams. Von Kratzern bis zu Schusswunden. Oskorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das Tausendfache. Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborne. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach's so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Warum nehmen die nicht unser Geld? Wir gehen! Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung! 听到什么了吗?
gebe mich nicht kampflos geschlagen. Shandong Yishun. Moment! MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erstmal. Ding! Ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborne. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Li Xianzhen, dieser Gizhi sagt, er weiß, wie er nach Osborne kommt. Zunming. Lass ihn hier kommen. Mit den anderen trennen. Li Xianzhen wird bald kommen. Bewegung. Sie dürfen mich nicht sehen. Oh, oh. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon, komm schon. Geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Dann werde ich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich hab mich selbst reingeritten und komm auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sie sind sich noch zu nahe. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Versuch, diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Schalt ihn aus. Pack ihn. Los. Hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Medizinische Evakuierungsdrohne, kurz MED, bietet sofortige Notfallhilfe, sogar in den gefährlichsten Gebieten der Welt. Den aus. Jetzt. Los. Revolutionäre
Pack ihn! Negechita, sei nahe! Er ist in der Nähe. Wir können ihn schnell fangen. Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Renji hat sich bereit. Kontrolle ist in der Hand. Aber wir können ihn nicht finden. Wenn er sich verletzt. Nein, er ist nicht weg. Er sollte in der Nähe sein. Aber dieser Ort ist zu groß. Wir lassen ihn verletzen. Los! Starte den Timer. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Okay, was siehst du? Da sind vier Kabel. Zwei blaue, ein gelbes und ein rotes. Such nach dem Anschluss der Kabel. Sie sollten je nach Funktion farbkopiert. Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay, trenn die Kabel von der Batterie. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeil dich. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Ich bin Anschwen. Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. New York terrorisieren. Fisk hätte niemals auf diese Weise Geiseln genommen. Er hatte recht, ich vermisse ihn. Muss noch ein paar aus dem Weg räumen, dann kannst du dich gefahrlos bewegen. Schnell! Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. Leute, alle mir nach! Wir gehen da. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey,
Liste. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt Lee in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Was mich heute wohl erwischt hat? Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Ha, aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd.